Sollten wir lockern, wie zum Beispiel England, Schweden oder Dänemark, also alle Maßnahmen abschaffen? Ja, dazu werden wir eh kommen, denn am 19. März läuft die Regelung des § 28a Infektionsschutzgesetz aus. Sie läuft einfach aus. Sie kann verlängert werden aufgrund einer Entscheidung des Deutschen Bundestages. Dafür braucht man einen Antrag, da die Koalitionen sich darauf verständigt haben, dass es nur gemeinsame Anträge gibt. Die Freien Demokraten aber entschieden haben, wir werden das nicht machen. Kann Christian Dürr, mein Fraktionsvorsitzender, mit vollem Recht sagen, ab 20. März werden die gravierenden einschränkenden Maßnahmen von Gesetzes wegen verschwinden. Sie sagen gravierend. Was gilt da noch? Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja oder nein? Zum Beispiel in Dänemark, in Schweden Es gilt dann eigentlich nichts mehr. Aber es gibt ja die Überlegung, darüber diskutieren wir gerade mit den Koalitionsfraktionen intensiv, dass man für einen Übergangszeitraum auch noch Regeln, wie beispielsweise die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten kann. Ich selbst bin ja gelegentlich auch mit der U- und S-Bahn in Berlin unterwegs und kann schon sagen, es macht zu bestimmten Tageszeiten vielleicht Sinn. Jetzt kann man die Frage stellen, muss das gesetzlich vorgeschrieben werden oder reicht die Warnung, die Erklärung, die Aufforderung, das doch zu tun. Ich glaube, dass die Deutschen reifer sind, als viele im Deutschen Bundestag glauben. Auch Anregungen, Warnungen, Hinweise werden von ihnen eher befolgt als Anordnungen, die ja teilweise mit Masken umgesetzt werden, von denen ich sage, die hätte man vielleicht schon vor 6 Wochen mal wechseln sollen. Das denke ich mir auch ab und zu. Nächste Woche ist der Bund-Länder-Gipfel. Glauben Sie, da wird es Einigkeit geben bei den Ministerpräsidenten, was eben diese Abschaffung der Maßnahmen zum 19. März angeht? Ja, es wird eine Einigkeit geben, dass man in einem Stufenplan zu Lockerungen kommen muss bis dahin. Wir haben ja in den Ländern unterschiedliche Inzidenzen, unterschiedliche Belegungszahlen bei den Krankenhäusern, weil die Welle nicht als eine Welle durch Deutschland läuft, sondern etwas periodenverzogen. Wir haben in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg bereits zurückgehende Zahlen, keine Belegung der Intensivstationen. Wir sind also weiter als andere. Deshalb muss Schleswig-Holstein von Rechts wegen schon früher lockern als andere. Das schreibt einfach die Verfassung so vor. Und ich möchte nicht, dass Gerichte immer darüber entscheiden müssen, wie jetzt gerade wieder in Niedersachsen darüber entscheiden müssen, dass Maßnahmen von der Politik zurückgenommen werden müssen, weil die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Könnten wir als Gesetzgeber schon selbst entscheiden. Da müssen wir nicht auf Gerichte warten. Wolfgang Kubicki, herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend noch Ihnen. Vielen Dank an Sie.